Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine TV. In der heutigen Folge sprechen wir über Quantum Computer und was das für eure Kryptowährung bedeutet. Springen wir gleich in diese erste News Story und fangen gleich mal beim Thema Quantum Computer an. Also steht hier, Quantum Computer ist nicht wirklich ein großes Risiko für Bitcoin. Erstmal, was ist genau Quantum Computing oder Quantum Computer? Quantum Computer, ich habe hier einen Wikipedia-Artikel, den werde ich auch verlinken und den könnt ihr euch mal anschauen. Ist sehr, sehr technisch. Ihr müsst nicht alles verstehen. Ich glaube, dass das Wichtigste oder der wichtigste Satz ist eigentlich, im traditionellen digitalen Computer werden halt Daten in binäre Zahlen umgewandelt, in sogenannte Bits, und die haben eigentlich zwei Stati, 0 oder 1. Der Unterschied zum Quantum Computer hingegen ist eben, dass der Quantum Computer sogenannte Quantum Bits braucht. Das heißt, die können mehrere Stati, sogenannte Superpositions von Statis, erreichen und so natürlich ganz andere Berechnungen bzw. viel, viel schnellere Rechnungen haben. Jetzt, was unser Mathelehrer früher immer sagte, er sagte immer, der Taschenrechner ist dumm, aber schnell, und beim Quantum Computer ist das ein bisschen anders. Jetzt wird er langsam gescheit und schnell. Von daher, das ist mal das Thema zum Quantum Computer. Jetzt, wieso ist das relevant für Kryptowährungen? Quantum Computer werden in der IT allgemein als wichtige Entwicklung eigentlich angeschaut, hauptsächlich, weil eben das Problem beziehungsweise die möglichen Lösungen dadurch sind, dass Quantum Computer viel, viel schneller werden, viel, viel effizienter und viel schwierigere Rechnungen lösen können. Jetzt, der Hauptbereich eigentlich, der davon betroffen sein wird, ist die Kryptographie. Die Kryptographie heißt nichts anderes als zum Beispiel, wie eben eure Passwörter berechnet werden, beziehungsweise wie eure Passwörter auf sichere Art und Weise erstellt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch ein Passwort überlegt und ich versuche das zu hacken oder zu cracken, dann bräuchte ich entweder ziemlich lange, wenn ich einfach mit dem sogenannten Brute Forcing, also wenn ich zum Beispiel versuche, euer Passwort ist 1, nein, ist 2, nein, ist 3 und so weiter und dann gehe ich einfach weiter, bis ich irgendetwas erreiche, zum Beispiel Velo, Fahrrad 1, 2, 3, bis ich diese Zahl oder diese Kombination erreiche, vergeht natürlich extrem viel Zeit. Und obwohl Computer heutzutage relativ schnell sind, sind sie eben nicht schnell genug, um klassische Kryptographie zu lösen. Jetzt bei Quantum Computern ist das anders. Quantum Computern, sagt man, werden in der Kryptographie große Probleme verursachen. Wie ihr wisst, basieren Kryptowährungen eben auch auf Kryptographie. Und ihr kriegt ja zum Beispiel, sagen wir, ihr macht ein Bitcoin Wallet. Wenn ihr ein Bitcoin Wallet macht, kriegt ihr eine sogenannte Public Address, also eine Adresse, die ihr nach außen geben könnt. Und dann kriegt ihr ja auch einen Private Key, also einen privaten Schlüssel. Diesen privaten Schlüssel teilt ihr ja mit niemandem, weil das ist so wie eigentlich der Schlüssel zu der Türe in dem Zimmer, wo eben eure Kryptowährungen enthalten sind, und das solltet ihr nie jemandem rausgeben. Jetzt sagt man eben durch Quantum Computer könnte man rein theoretisch durch schnelle und effiziente Rechnungen diese Private Keys, also diese privaten Schlüssel, errechnen oder rausfinden anhand von der Public Address. Wie das genau funktioniert, eben auch auf technischer Ebene, will ich hier auch nicht groß reingehen. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist nicht mein Expertisengebiet, aber es ist extrem wichtig, dass ihr versteht, dass auf der Technologieseite das Ganze nicht stehen bleibt. Es werden neue Kryptowährungen kommen und die werden entweder quantum safe oder resistent sein und ein paar eben auch nicht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen das Thema vom heutigen Artikel, und zwar geht es darum, dass sogenannte Jeffrey Tucker, er ist der Direktor beim amerikanischen Institut für ökonomischen Research, also ökonomische Recherche, und er sagt halt, ja, ihr habt zwar Angst bei Kryptowährungen bezüglich Bitcoin, müsst ihr euch aber keine Gedanken machen. Bitcoin wird wahrscheinlich gar nicht von Quantum Computern momentan im Risiko stehen. Wieso? Hauptsächlich, weil Quantum Computer eigentlich noch 5 bis 10 Jahre weg von dem Mainstream sind. Also Quantum Computer gibt es heute schon. Sie kosten einfach extrem viel, um die auf die Beine zu stellen.
Und von daher wird das wahrscheinlich momentan nur in der Recherche, also in der akademischen Recherche, sowie vielleicht irgendwie im Militär oder solchen Organisationen gebraucht. Aber sonst sind Quantumcomputer eben noch nicht existent. Wir schauen wahrscheinlich, ich würde mal behaupten, die nächsten 5 bis 10 Jahre wird das noch dauern, bis Quantumcomputer allgegenwärtig werden. Bis dann, sagt man, ist es noch momentan eben kein Problem. Beim Thema bezüglich Kryptowährung denke ich, was ein extrem wichtiges Thema ist, ist eben, ich habe jetzt das erste Thema, also das erste Problem angesprochen. Das erste mögliche Problem wäre natürlich, dass Kryptowährungen eben den Private Key, also den privaten Schlüssel errechnen. Das andere Problem wäre eben die 51%-Attacke, die ja eben mit einem noch schnelleren Computer oder noch effizienteren Miner-Schürfgerät eigentlich möglich wäre, wäre eben das auch ein mögliches Problem. Jetzt in den, der Grund, wieso ich das Thema heute anspreche, in den, sagen mal Top 10, Top 20 Krypto auf CoinMarketCap gibt es etwa 2 oder 3 Kryptos, die sich als sogenannte quantum-resistente Kryptos vermarkten. Das ist natürlich ein sehr starkes Marketing-Tool. Man kann natürlich mit Angst den Leuten eben Angst machen und sagen, hey, wenn das Ganze sich so weiterentwickelt und Bitcoin eben allgegenwärtig wird und die Quantum-Computer kommen, dann ist das eben ein Riesenrisiko. Deshalb benutzt unsere Kryptowährung. Wir sind eben auch bereits schon quantum-resistent. Was ich euch ein bisschen als Investor vor allem ans Herz legen möchte, ist, schaut solche Statements, vor allem solche Marketing-Statements, extrem mit kritischen Augen an, weil das Problem ist, dass diese Leute eben durch Angstmacherei euch versuchen, etwas anzudrehen, das eventuell noch gar nicht ein Problem ist. Wie gesagt, meiner Meinung nach werden Quantumcomputer im Moment noch nicht relevant sein. Wenn sie denn relevant sind, dann denke ich, werden die Blockchain-Technologien bzw. die unterschiedlichen Kryptos eben durch Patches, durch technologische Veränderungen und Verbesserungen eigentlich das Netzwerk verbessern. Das ist ja eigentlich das Schöne an Blockchain-Technologie. Es ist programmierbares Geld, ein programmierbares Netzwerk, das die Entwickler kontrollieren und wir als Community eigentlich mit beeinflussen können. Bei einem zentralisierten System ist das ja gar nicht möglich. Und ich glaube fest daran, dass ja, in 5 bis 10 Jahren werden Quantumcomputer vielleicht allgegenwärtig sein. Aber wenn wir dann soweit sind, dann wird es auch Leute geben, die wahrscheinlich auf eine gute Lösung finden und kommen und dann die Lösung dann effektiv auch auf das ganze Netzwerk anwenden. Und dann ist das eben das ganze Problem schon nicht mehr so groß. Und das bringt mich eben zu dem Thema von Angstmacherei und Computersicherheit, IT-Sicherheit etc. Natürlich sind Quantumcomputer momentan ein mögliches Risiko, wenn jetzt morgen alles Quantumcomputer herumstehen würden und meinen würden etc. Das ist momentan aber noch nicht der Fall. Das heißt, momentan ist das Problem eben noch viel stärker, dass die IT-Sicherheit oder die Netzwerksicherheit durch andere Faktoren viel einfacher zu hacken oder zu cracken ist. Das heißt, zum Beispiel, wenn ihr ich sag mal ein ganz, ganz banales Beispiel, wenn ihr eure Währungen auf den Börsen lasst und die Börse gehackt wird, dann sind eure Währungen weg. Wenn ihr eure Währungen auf einem Wallet habt oder eure Börsen irgendwie nicht, euer Börsenzugang nicht mit Zwei-Faktor-Authentifizierung sichert, dann kann es eben auch sein, dass man eure Accounts hackt. Und solche, ich sag mal, sehr, sehr einfachen Methoden müsst ihr im Alltag anwenden. Es ist extrem wichtig, dass ihr auf dieser Basisebene von Sicherheit sicher mal abgedeckt seid. Und alles andere kommt dann danach. Ob dann die Quantumcomputer kommen oder der Mega-Hack oder so etwas, das ist alles egal. Ihr müsst einfach das, was ihr beeinflussen könnt, müsst ihr sicherstellen und der Rest, da könnt ihr auch keinen Einfluss nehmen. Das zweite hier, sehr, sehr wichtige ist, ihr könnt das sicherste System auf der Welt haben, obwohl jedes System inklusive eures Mobiltelefons, euer Computer etc. Eine Art Risiko darstellen. Die haben ja alle Sicherheitslücken. Es gibt wahrscheinlich auch Lücken, an die wir noch gar nicht denken und die wir noch nicht kennen. Aber wichtig ist, dass ihr realisiert, die erste extrem große Lücke, auf die sag mal ein Hacker darauf stoßen würde, ist der Mensch. Der Mensch ist grundsätzlich das schwächste Glied.
in diesem Netzwerk, wenn ihr so wollt. Und es gibt in der IT-Sicherheit, in der Computersicherheit ein spezielles Unterthema, das sich Social Engineering nennt. Und beim Social Engineering wird eigentlich der Mensch bearbeitet, also der Mensch wird gehackt. Das heißt, man ruft euch zum Beispiel an und sagt, hey, ich bin deine Bank, ich rufe von der Deutschen Bank an, wir haben gerade mitbekommen, dass unser System gehackt wurde. Wir bitten Sie, hier bitte Ihr Passwort schnell einzugeben, um sicherzustellen, dass wir Ihre Gelder sichern können. Und das sind so natürlich jetzt sehr einfach und überspitzt gesagt oder irgendwelche Spam-E-Mails, die verlangen von euch, ja, E-Bank wurde gerade hackt, bitte hier Passwort eingeben etc. Das macht ihr wahrscheinlich nicht, ist auch besser so, aber ich sage einfach, solche Sachen passieren noch viel schneller und viel öfters, als dass die IT-Sicherheit bzw. die Computersicherheit effektiv in Frage gestellt wird, bzw. bis das ein großes Problem wird. Von daher deckt eure, ich sag mal, Basis ab, geht klar, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung, schwierige Passwörter, ein Passwortmanager, regelmäßige Passwortänderungen etc., kein Geld, keine Kryptos auf den Börsen lassen und solche Sachen abgedeckt sind und alles andere könnt ihr dann im Endeffekt nicht groß beeinflussen. Da müssen wir einfach hoffen, dass wir als Gesellschaft, als Kryptogesellschaft da Fortschritte machen und uns dann gegenseitig so schützen, indem man eben Netzwerkpatches etc. macht. Von daher eben kleines, ich sag mal, spannendes Thema bezüglich Quantum Computer. Macht euch da nicht zu viele Gedanken und wichtig auch eben, schaut euch als Investoren solche Marketing-Statements einfach mit einem bisschen kritischen Blick auch an und realisiert einfach, dass vieles einfach Angstmacherei ist, das sich eigentlich fokussiert darauf, euch in eine Position zu stecken, in der ihr Angst habt und eben in Sachen investiert, die euch vor Sachen schützen, die es doch gar nicht gibt. Ich denke, das ist extrem wichtig, dass ich das euch heute mitgeben kann. Und mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, abonniert den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.